Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins hier bei Protogene TV. Wir haben ihn gefunden letzte Folge und schauen doch mal, dass wir jetzt zum Tempel gehen mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe zwischen den Aufnahmen, deswegen jetzt nochmal speichern. Ah, ihr seid zurück und? Ja. Ich habe von dem mit dem gesprochen, hatten wir vorhin schon. Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. Seid ihr sicher, dass ihr stark genug seid? Habe ich das vorhin gefragt? Es ist nicht weit und kann ich mich auf euch stützen? Für die Urne lohnt sich jeder Schmerz. Dann brechen wir auf. Gut, helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Und da läuft er weg. Von wegen abstützen. So, Bruder. Da sind wir. Gebt mir das Medaillon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, seht ihr? Man kann Teile bewegen. Und zwar so. Und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Woher wusstet ihr, wie das geht? Es gibt nur noch wenige Schlüssel wie diesen auf der Welt. Aber ich habe schon einige gesehen. Die richtige Kombination fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schwer zu erklären. Mal sehen, ob es uns gelingt, diese Tür zu öffnen. Irgendwo muss man das hineinlegen oder stecken können. Interessant. Was würde ich darum geben, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen, so wie es gedacht war. Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Ihr müsst wachsam sein, Bruder. Tut mir leid. Was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht wissen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Ihr wollt hier bleiben? Ist das sicher? Mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur. Ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Muss ich sonst noch was über den Tempel wissen? Ich sag mal, ja gut, nee, ich frag. Er sollte die Urne vor allen schützen, die sie stehlen oder zerstören wollten. Namentlich dem Reich von Tywinter. Okay. Ich will der Urne doch gar nicht schaden. Das wäre auch fatal. Denn laut Legende würdet ihr die Urne mit Bosheit im Herzen ohnehin niemals erreichen. Nur der Fromme darf die heilige Asche schauen. Den Ungläubigen erwarten Tod und Ungemach. Der Blick des Erbauers fällt auf Andrastes letzte Ruhestätte. Er weint um seine Geliebte. Und sein Zorn auf ihre Peiniger bleibt bestehen. Okay. Das ist also der Zorn des Erbauers gemeint. Eure Legenden sind nicht als Gewehr, okay. So lautet die Legende. Vielleicht beobachtet der Erbauer diesen Ort wirklich. Doch lest zwischen den Zeilen, dann erkennt ihr, dass hier nur eine einfache Wahrheit bildhaft und etwas übertrieben vermittelt wird. Niemand will sowas hören wie Willi perfektionierte nach vielen mühseligen Jahren die erstaunlichen Mechanismen, die dem unachtsamen Eindringling spitze Nägel in den Allerwertesten jagen. Sehr geil, sehr geil. Okay, raffiniert. Das klingt angenehm. Es ist wohl richtig, dass ich hier bleibe, findet ihr nicht auch? Bringt euch selbst nicht in Gefahr. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ihr seid zurück. Wart ihr bei der Urne? Noch nicht. Ich habe auch gar nicht geklickt, Junge. Ne? Gut, wir sind da. Da liegt schon wieder ein Buch. Ist das nicht verrückt?
Bücher liegen überall rum, selbst in so alten Tempeln. Bei den Wechselhimmeln des Nichts. Das ist fantastisch. Okay, hier gibt es jetzt mehrere Wege. Da hinten geht's lang. Da geht's hoch. Ich gehe erstmal da lang. Das ist der erste Gang, der mir ins Auge gefallen ist. Hallo. Da ist schon mal, sind schon mal irgendwelche Gegner. Kultisten. Von wegen hier ist nichts. Abenteurer. Will ich mehr. Hallo. Versiegelter Brief. Oh, Quest Codex. Achso, Codex. Das ist nix. So, ihr Kultisten, was seid ihr für welche? Na, wollt ihr sterben? Zack. Und ihr sind relativ schnell sterbende Kultisten. Komm, den wollte ich nur betäuben. Ist jetzt zu schnell. Ein Anzünder. Ein langer Stock zum Anzünden von Kerzen. Den für irgendwas brauche. Und Drachenblutrezeptor. Trinke und Tinkturen. Das klingt fast nach. Na? Ich komme nicht auf den Namen. Ich habe jetzt viele Namen im Kopf, aber nicht den, den ich brauche. Ja, für unsere Zauberwandlerin. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Oh, da oben ist sowas los. Was ist da? Östliche Kammern. Hallo. Na, ihr? Was ist los? Kerzen anzünden? Geht nicht. Da sind zumindest Kerzen. So, südöstliche Kammer. In Ordnung. Ja, natürlich. Schlüssel erforderlich, also. Hallo, hallo. Aber selbstverständlich. Na, ihr's? Alte Bücher. Glaubt ihr, einige davon kann man auch lesen? Bestimmt. Alte verschlüsselte Schriftrollen. Quest. Aktualisiert. Findet jemanden, der die seltsamen Schriftrollen ziffern kann. Noch ein Buch. Codex über die alten Götter. Da haben wir noch ein paar alte Texte. Schriftrolle über von Banastor. Codex aktualisiert. Die Schriften von Banastor. Haben wir wieder ein bisschen was gefunden, was zu anderen gehört. Und hier ist noch eine Truhe, die bestimmt unsere kleine Liliana aufmachen kann. Danke. Toll, eine schicke Vase. Dafür komme ich ja her. Diese Eissäulen, nenne ich sie mal, sehen schon geil aus zum Teil. So, da kann man nichts machen. Die südöstliche Kammer, da werden wir noch mit dem Schlüssel reinkommen. Den wir wahrscheinlich von unseren Kollegen hier oben kriegen, aber das sind so viele Punkte. Da speichere ich lieber mal schnell. Plünderer. Kultistenplünderer. Zack. Du machst ja nichts, du fällst um. Zack, du hast das weg. Alter, wie schnell die weg sind hier. Bam, umgeschmissen. Und zack, zack und bam, wie der zweite Schlag hat die getroffen. Und komm, haut auf jetzt. Schildhammer. Und betäubt. Alter, die sind jetzt echt nicht so stark, ne? Jetzt mache ich gleich mal die Großschreibtaste an. Caps Lock. War's schon? Ohne Mist? Ich hab mir mehr erwartet von euch, meine Freunde. Genau so wird Hallo. Es geschehen. Ist hier irgendwas? Da ist noch ein getöteter Ritter. Oh, ein Redcliffe-Ritter. Gewissenhaftigkeit. Auch nicht so schlecht. Kommen wir hier weiter? Nö. Aber angeblich geht's danach weiter. Erstmal rüber oder erstmal hinter? Das sind überall welche. Ja, erstmal darüber. Hallo. Wow. Ein Bronto. Komm, halt drauf. Genau, die anderen macht erstmal die zwei und ich schon mit
Schon mit dem Bronto. Ich versuche gnädig zu sein. Kann ich den umwerfen? Nein. Aber er war betäubt zwischendrin. Hallo. So. Kommt was aus der Tür raus, außer der Bronto? Oder ist was in dem Raum drin, wo der Bronto rauskommt? So sollte man eher sagen. Nö. Ach du meine Güte. Direkt vor uns. Bitte was? Stolperdraht. Ach da. Ist der jetzt echt noch da reingefallen? Nee. Und alle mal wegstoßen, so jawohl. Hey, wie betäubt. Dafür gibt's hier, zack, voll Ende drüber, mein Junge. Die lassen sich ja relativ gut alle töten, ne? Hallo Buch. Ne, alte Textstapel. Da haben wir noch eine Schrift von Banastor. Ein langer Codex-Eintrag, glaube ich. Eispfeile. Da ist noch eine Halskiste. Und ein Helm, Nieden besetzt. Braucht kein Mensch, ne? Oh. Der hat wie Geld. Erwünscht. Und der auch. Haben wir die Kohlen. Was ist los? So, was haben wir hier für zwei? Na? Oh. Magier. Genau so wird es geschehen. Mit dem bin ich ein bisschen vorsichtig. Hallo? Wow. Okay, den haben sie bald. Wow. Mädel. Den hat's umgehauen, jetzt vielleicht. Macht dem keinen Schaden? Jetzt wollte ich mich so mal drin machen, oder was? Oh, ne, endlich. Warum sind die anderen jetzt gekommen? Diese Lümmel? Halt um. So, die Plünderer, die sind noch die stärkeren von denen, aber die machen selbst keinen Schaden. So wirklich. Und die hier mit Fäusten kämpfen, die erst recht nicht. Lilium. Lyrium. Tränke. So, haben wir hier was Schönes. Eine Truhe. Aber diesem anderen Raum. Richtig, das wahre Zeug gibt es hier auch nicht. Ich könnte das machen. Wird dann die Asche sein, die wir dann in unserem Aal bringen. So. Lyrium. In Ordnung. Kohlen. All dieser Lärm und diese Aufregung. Noch mehr. Ach du Scheiße, das muss er immer. Erstmal umhauen. Schnell dahin. Und zack, zack. Das macht ordentlich Dinge. Jetzt hat er wieder seine Umarmung da drin. Oder was auch immer der da macht. Ah. Was denn für ein blinkender Lebensbalken? Hunger. Genau so wird es geschehen. In Ordnung. Lasst du mich bitte da durch. Danke. Aber selbstverständlich. Geld und noch ein paar Texte. Nee, staubige Schrift holen. Jason Beutel mit Met. Aha. Okay. So, und die letzte Tür. Hallo. Wie ihr Truhe. Wünscht. Schlüssel zur südöstlichen Kammer. Aha. Auf einmal kommen wir da rein. Ist das nicht verrückt? Schrank sieht cool aus. So ein Arzneimittelschrank oder sowas. Apothekerschrank heißen die, glaube ich. Rechtschaffenheit. Okay. Dann heißt's, glaube ich, da zurück. Noch ein anderer Raum. Wir müssen noch nach hinten weg. Gehen wir erst in die südöstliche Kammer? Oder erst dahinter? Komm. Jetzt sind da unten wieder welche. Okay, dann gehen wir erstmal hinter. Weil dann wird wohl die südöstliche Kammer was haben.
Ich bin erfreut. Okay, wir müssen in die südöstliche Kammer. Ganz schnell. Lieber speichern, wenn da unten jetzt neue sind. Na, ihr's? Unbezwingbarkeit. Wahnsinn, mit den Jungs. Zack, immer. Uff. Das ist ein blöder Roller, der von hier schon. Wenn da nur noch Knochen sind, musst du länger liegen. 1, 2, 3. Da ist noch ein Magier. Oh, jeder. Genau so wird es geschehen. Bam. Und du, so schnell, ja, kannst du gar nicht schauen, wie ich dich umklatsch. Zipfel. So, das noch mitnehmen. Bei dem Einzelnen brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, weil die ja eh doch relativ schwach sind, wie gesagt. Lyriumtrank. Aber selbstverständlich. Starker Lyrium, jawoll. Win, so läuft das bei uns. Speichern. Und rein. Ich bin erfreut. Hallo. Thron. Schlüssel zur Hauptteile. Aha, den haben wir gebraucht. Erlaubt ihr? Ja. Ich könnte das machen. Natürlich kannst du das machen. Nicht wirklich dolle, schon ne? Unterwegs. Weißt du selbst. Und das auch nicht. Und dann wenigstens ein Buch oder sowas? Nö. Gar nicht. Nur wegen dem Schlüssel. Ich hole mir oben, nee, an der Seite den Schlüssel, damit ich oben rein kann. Damit ich unten rein kann in einen Raum, der verschlossen ist, wo eine Truhe ist, wo ein Schlüssel drin liegt. Verrückte Welt. Von Ferelden. Verrücktes Land, Ferelden. Oh. Das war ich nicht. Wie ihr wünscht. Hallo. Wer bist du? Eine Feuerstelle? Wow. Heck, Aschegeist. Genau so wird es geschehen. Schnell hierher. Jawoll. Alter. Sehr schön, Hundi. Sehr schön, Carsten. Hat er den einfach mal. Ich will den betäuben und der betäubt mich. Dafür gibt's richtig ins Gesicht und ich habe nicht getroffen. Was bist denn du für einer? Trifft ihn nicht? Jetzt. Zack. Kleiner Lümmel. Ist vier unten was getroffen, der Asche? Gedroppt, der Aschegeist? Nein. Da ist ein Bogenschütze. Und da drüben liegt noch einer. Und bevor ich das anzünde, unbedingt speichern. Ich habe ja vorhin diesen Anzünddingel gefunden. Das heilige Feuer. Okay. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal schnell hier schauen. Ist hier irgendwas? Nein. Warum nicht? Was sind die Gänge denn da, außer dass da die zwei Typen standen? Nur für die zwei Typen. Bogenschützen. Eine Falle. Direkt vor uns. Ich bin erfreut. Direkt vor uns. Nein. Nicht festhaltender Schuss. Lasst mich jetzt los. Zack. Gibt's eh nicht. Kannst du mich nicht sterben. Es geht los. Wie ihr wünscht. Und der letzte. Das ist ganz schön viel Blut. Oh, wie viel Teller, wie viel Dings ich da schon wieder ausgelöst habe. Achso, da ist auch eine, die ich ausgelöst habe. Entschärft. Entschärft. Den Rest habe ich eh ausgelöst. Den können wir noch mitnehmen.
So. Ich speichere jetzt vor jedem Raum einfach sicher, weil wir sehen nie, was dahinter noch wartet. Oh, da wurde es wieder automatisch. Ein Aschegeist. Ich mach dich kaputt. Ich bin da. Oh, der schon wieder kommt. Da hinten. Den, komm los, mach den kalt. Der muss echt. Wahnsinn, diese Magie teilweise. Ein Damage. Und unsere. Wendy trinkt natürlich jetzt ihre Lyrium-Tränke wie nix. Gut, genau, da war der nächste. Habe ich doch gesehen, dass der wieder Enkel knuddelt hat. Nein, nicht, wer ist das? Knuspert? Knuspert ist eigentlich Essen, gell? Hm. Halt getrunken hast, geschlürft hast, nenn ich's mal. Ist kaputt, ne, Junge? Ist kaputt. Nächsten. Wie ihr wünscht. Wow. Genau so wieder einer von denen. Das wird unschön. Nein. Jetzt frieren die ihn ein. Codex zerschmettert. Schmetternd. Was habe ich denn da gemacht? Ich darf wieder. Juhu. Hab ich da ihn voll weggehittet oder was? Wenn durch die Wand zauberst du auch nicht. Oh ne, das ist schon wieder Magier. Ach du Kacke. Mach den weg! Geistesschlag? Nein! Mach den jetzt weg! Magier sind die Ähnlichen, von denen ich ein bisschen Angst habe. Ne? Die Aschegeister lassen sich von meinem Kriegsschrei überhaupt nicht beeindrucken. Genau so wird es geschehen. Das finde ich ein bisschen voll unschön. Eine Vase mit irgendwelchen Zeug. Oh, ist das schön, dass wir mittlerweile so viel Platz haben. Was ist eine halbe Dings erkundet, halbe Ruine oder was? Und da war die Tasche voll. Und? Müsst ihr mal herkommen? Du gehst auf den mit. Die Madame macht erstmal schnell die Falle fertig. Nein, Hundi, nicht auslösen. Danke. So, alle hin. Genau so wird es geschehen. Sie hat nicht gesagt, dass da noch eine ist. Also können wir ihm mal richtig Ende drüber geben. Was war denn eigentlich der Sturmangriff? Ach, das war der. So. Ist wieder soweit. Das Spiel kriegt leichte Lags. Das heißt eigentlich, ich müsste mal... Es heißt, dass Archon Hissarian die Stimme des Erbauers hörte, als Andraste... Hat er ihr Leiden beendet? Ah, das wird wahrscheinlich der sein. So, wieder ein Tor. Lindwurmhort? Das klingt jetzt nicht so dolle. Hallo. Windwurmhort. Ja. Jetzt mit der anderen Seite. Soll ich da noch hingehen? Geil. Ich schau jetzt einfach mal da. Die sind zerbrochen. Kultisten auf. Aufseher. Der war's von Logan? Ne. Das sieht fertig aus mit der Welt. Ohne Mist. Fuck. Die sind so schlecht. So schwach oder sind wir so gut ausgerüstet? Ich weiß es nicht.
Wenn wir einfach so gut ausgerüstet sind, das ist natürlich top. Ne? Jawohl, gib das Zeug da. Aber selbstverständlich. So, da stehen auch noch zwei. Ach, Magi natürlich, was sonst? Wie wär's da? In Ordnung. Schildschlag hat nichts gebracht. Der ist aber schon mal hinüber. Und dieser auch. Perfekt. Hast du noch was liegen? Nö. Sieht nicht so aus. Holzkiste mit einem Dolch. Und jetzt, Mensch, wie viel sind denn da noch, ey? Hier, ihr Zipfel fliegt. Also ab und zu drücke ich echt nicht. Dann macht er wieder ordentliche Hits. Was hat denn der Zuckungen? Zack und da. Gibt's noch einen Schildhammer. Wir hauen ihn dann um. Läuft. Läuft bei uns. Natürlich kriegt der am weitesten hier zurückliegt, noch Loot. Aber wenigstens was Gescheites. Ein Wundumschlag, dass wir uns ein bisschen heilen können. Oh, voll die Höhle. Eine Falle, direkt vor uns. Aha. Oh, was seid ihr denn? Direkt vor uns. Ach, Jungs. Gut, Lindwurm ist doch auch ein Drache, oder? Aber selbstverständlich. Ist doch auch eine Bezeichnung für Drachen. Lindwurm. Aber gern. Los, stell dich ruhig in irgendeine Falle, Alistair. Ist alles gut. Wird erledigt. Renn ruhig vor. Jawoll, level up. Wir arbeiten gut zusammen. Was ist das, ein Drachenhort? Lindwurmhort. Aha! Was machen wir denn jetzt? So, darf ich jetzt aufsteigen? Gut, was machen wir denn? Ein bisschen Klugheit noch? Ein bisschen Stärke kommen. Das passt. Hier können wir leider nichts weiter wählen. Soll ich nochmal ein bisschen verbessertes Überleben? Dass wir eventuell. Ja. Vielleicht können wir dann mal den Viechern von Dings helfen. Von den Elfen. Wie auch immer. Krieger, passiv, Todesstoß. Mit jedem Gegner, der durch die Hand des Kriegers fällt, scheint am Ende des Kampfes näher zu kommen. Durch diese Empfindung wird der Teil außer des Krieges wiederhergestellt. Jo, klingt gar nicht so schlecht. Das haben wir ja mittlerweile alles. Aktiviert. Entspannungen. Plünderer. Aktiviert. Der Plünderer weidet sich am Toten Obsidian, die verliebende Energie sämtlicher Gefallener in der Nähe, um einen Teil seiner Gesundheit herzustellen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich mach jetzt erstmal das hier. So, weiter geht's. Wir randalieren aber weiter. Gehen in den Drachen. Wort immer weiter rein und ihr speichert schon wieder automatisch. Das heißt, ihr kommt bald schon wieder mal. Hasse dich, du Zöpfe. Genau so wird es geschehen. Jetzt bleiben wir hier mit dem Sturmangriff. Ne, K.O. machen das den Typen. Und noch ein Drachenjunges. Was machen Magier und Bogenschütze? Da kommen dann Drachenjunges. Arbeiten die mit den Drachen zusammen oder was? Und da kommt der Magier. Gleich mit Sturmangriff erledigen, den Typen. Perfekt. Nein. Und er hat mich nur eingefroren. Von hinten noch ein paar Drachen. Win. Kampfschrei.
Ich hoffe, bei Wim läuft alles soweit. Immer schön anständig kämpfen. Gut, der ist schon down. Den haben wir auf uns Akku gezogen. Da kommt der nächste. Ja, Wahnsinn. Tisten. Typi. Plünderer. Da liegt noch ein Plünderer. Ist der einfach so schlecht und trifft uns einfach nicht mehr? Wohin soll ich gehen? Eine Falle, direkt vor uns. In Ordnung. Ja genau, Alistair und Carsten, mach den mal, ich muss sie looten. Genau so wird es geschehen. Geld. Geld. Ruggel, 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 ruggel. Ach, die ist doch schon wieder da. Zwei schwere Rüstungen. Schon unterwegs. Doppelt hält besser, oder was? Ein Buch. Wie ihr meint. Eine Geschichte aus dem Frostgipfelgebirge. So. Ruggel, ruggel. Ruggel, ruggel. Oh, wir sind ja schon wieder ewig unterwegs hier. Mensch. Right? Dann bleibt gleich so stehen. Dann haben wir nämlich gleich einen schönen Endcard hier. Zack. Ich sag hier vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich über Feedback freuen und bis zur nächsten Folge. Ciao.